Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Ich habe offscreen so ein Big Mining Drill gecraftet. Den können wir jetzt hier hinsetzen. Dummerweise ist der direkt auf dem. Dummerweise ist der. Was? Noch Fuel. So, nicht irgendwas. Okay. Holz geht nicht, ne? Was sind das für Fuel-Dinger? Fusion Energy, okay, das ist nice, aber nicht das, was wir brauchen. Wie heißen die? Manorite. Wir haben das doch erforscht. Drillhead. Haben wir hier was? Nö, nö. Steel Drillhead. Und das hier ist ein Titanium Drillhead. Was ist der Unterschied? Ach, der Fuel Value von 35 Megajoule. Okay, das ist ein bisschen, naja, unorthodox, würde ich sagen. Und der hat 50. Wollen wir lieber den oder lieber den hier nehmen? Auf jeden Fall, bevor wir irgendwas tun müssen, können, werden wir hier erstmal wieder hochgehen. Denn wir müssen so, solche Drillheads anscheinend aufsetzen, ansonsten geht hier rein gar nichts. Hooray! Ich würde sagen, wenn. Oh, Mist. Ich würde sagen, wenn, dann machen wir die besseren, oder? Spricht was dagegen? Spricht hier was dagegen, dass wir Titanium und das staut sich alles, ne? Drillhead. Wo werden die hergestellt? In einer normalen Assembly Machine, so wie es aussieht. Wir brauchen auch noch ein bisschen Eisen. Dann wäre das hier wahrscheinlich ein guter Ort, um das Ganze aufzusetzen. Also, du machst Drillheads. Und zwar Titanium Drillheads. Wie viel brauchst du? 10 alle 10, eine pro Sekunde. Okay, das heißt, du kriegst hier Titanium Plates. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Fabriken wir brauchen. Dann brauchen wir Iron Plates. Und zwar 5 Stück. Das heißt, da können wir eine langsamere Maschine nehmen. Machen wir noch Steel Gear Wheels. Und zwar 10. Da können wir, glaube ich, auch eine langsamere nehmen. Weil die Steel Gear Wheels machen wir 2 pro Sekunde. Hier muss wieder eine schnellere sein. Du machst Stahlplatten. Und dann müsste das so eigentlich okay sein. So, wie machen wir das? Ich denke, wir machen das mit Bots. Ich denke, wir packen hier eine Requester Chest hin. Wir machen hier eine Provider Chest hin. Ich weiß nicht, wie hoch die stacken. Machen wir 2 Stacks für den Moment. Sollte ausreichen. So, du brauchst so einen. Du brauchst so einen. Zack. Ungefähr so. Und dann könnt ihr anfangen zu produzieren. Titanium-Platten werden nicht gemacht, weil wir hier noch keinen Inserter haben. So, das passt. Der müsste jetzt eigentlich durchgängig craften können, oder? Kann er nicht. Nee, wir haben nur die Hälfte. Wir brauchen eine zweite Fabrik von denen. Weil der einfach. Ja, der hat denselben Speed.
Alle 5 Sekunden braucht er 10. Ja. Dann machen wir das so. Und dann müsste das passen. Jetzt müsste der hier durchlaufen können. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie hoch die stacken. Werden wir dann sehen. Das kann alles Mögliche sein. Wir könnten die anderen eigentlich auch aufsetzen. Drillheads. Steel Drillheads. Dann würde ich sagen, machen wir das hier. Steel Drillheads. Macht auch wieder so ein Ding. Und der hier. Ich glaube, der kann, wenn wir den schneller machen. Ne, wir können den nicht schneller machen. Ich glaube, der kann 2 befüllen. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. So, das ist Steel Drillheads. Du brauchst eins hiervon. Du machst Stahlplatten. Und zwar 10 Stück. Dann brauchen wir noch einer, der Eisenplatten macht. Das kann eine langsamere Maschine sein. So, das wird das. Das wird das. Und das. Und du kriegst eine Provider Chest. Machen wir auch 2 Stacks. Das geht jetzt noch nicht, weil hier das fehlt. Kann er durchgängig arbeiten? Kann er nicht. Der ist zu langsam, weil. Weil die zu langsam sind? Jo, das war das Problem. Jetzt geht's. Okay, jetzt können. Ne, der hat jetzt nicht genügend Wheels. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Reißen wir das hier nochmal ab. Das heißt, du würdest dann. Nee. Du machst die. So. Dann machst du die Drillheads. Kriegst du einen. Und dann brauchst du so eine Fabrik, die dann die Stahlplatten herstellt. Genau. Das hier muss so sein. Dann bauen wir das so. Und hier kommt die Kiste hin. Zack. Wir haben bestimmt auch noch was im Inventar. Von den verdammten Dingern. Aber ich sehe sie gerade nicht. So, du kannst das haben. Das kannst du auch haben. Und das kannst du auch haben. So, pack das da rein. Wir haben doch von denen noch irgendwo im Inventar. Haben wir nicht? Ach nee, weil hier die Kiste ist. So. Bitteschön. Okay, die stacken hoch. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir können hier durchgängig produzieren. Das ist auch hervorragend. Das heißt, die ganze Sache läuft eigentlich. Die ganze Sache läuft. Jetzt ist die Frage, welche von beiden fordern wir an? Momentan haben wir zu viel Titanium. Das Ding hier ist nicht voll. Was ist mit dem Eisen los? Ja, das Eisen ist ein bisschen unter Druck gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weiß nicht, was hier so viel Eisen braucht, ehrlich gesagt. Vielleicht sind es die. Wir werden sehen. Ja.
theoretisch, was wir machen könnten, wir haben ja hier das Ding da. Können das hier runterziehen? Warum haben wir so viele Power Poles hier? Braucht's den? Den braucht's gar nicht. Habe ich mir gedacht. Das ist zu weit weg. So, dann ziehen wir das hier runter. Bis zu dem. Der zieht das dann hier rüber. Bis zu dem. Dann zu dem. Und zu dem. Okay, das wird jetzt ein bisschen mühsam werden. Ich hoffe, das geht sich aus, was das, was ich vorhabe. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. So, bis zu dem. Also, wir haben zwei von diesen Kisten. Die eine fordert die Steel Drill Heads an, 50 Stück. Die andere fordert Titanium Drill Heads an, auch 50 Stück. Und dann werden wir das wiren. Und zwar sagen wir, oder wir haben jetzt da, das sind die Titanium Drills. Der ist enabled, wenn Titanium Barren, Ingots hier größer sind als die Stahl-Ingots und der hier wird enabled, wenn die Stahl-Ingots größer sind oder größer, wenn das, machen wir größer gleich und wenn das größer ist als die hier. So. Da wir momentan mehr Titanium haben, werden die Dinge hier verballert. Jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht, wie viel da rauskommt. Einiges. Wo bringen wir das hoch? Wo bringen wir das hoch? Wahrscheinlich hier. So, dann hätte ich hier ganz gerne. Haben wir einen blauen Loader? Können wir bauen. Okay, dann müssen wir erstmal wieder ein paar rote Loader mitnehmen. Die sind. Ach Gottchen. Ich vergesse das immer. Hier sind sie. So, blauer Loader. In der Zinnkiste. Das läuft. Und der hält einiges. Also der, ja, das passt soweit. Und dann kommt, oder wollen wir hier eine größere Kiste? Wir können so eine Big Generic Chest bauen, oder? Ist doch nicht fast besser. Lass das mal. Wir machen das so. Dann der Loader wieder. Das kann da wieder rein, weil dann können wir hier theoretisch zwei Belts rausführen. So, das kommt so hin. Ist das irgendwas
Bedrohliches? Nein, ist es nicht. Das ist schon mal super. Das läuft. Das können wir auch ein bisschen einfacher machen. Da war eine Klippe im Weg beim letzten Mal und die habe ich in der Zwischenzeit nachhaltig entfernt. So, dann hier hoch. Und dann würde ich sagen, bringen wir das hier durch. Ich weiß noch nicht genau, wo wir dann das Minerite prozessieren. Genau. Achso, natürlich hier irgendwo. Ich tendiere zu ungefähr hier. Ah, noch vielleicht noch einen Ticken weiter. Keine Bells mehr. Keine Bells mehr. So, hier noch ein bisschen weiter. Ich denke, das passt. Und dann würden wir... Ich brauche ein bisschen was an Concrete. Aber das wird mir das ganze Inventar wahrscheinlich gleich voll füllen. Nehmen wir erstmal ein bisschen was an Landfill mit. 1700. Können wir das hier erstmal ein bisschen schöner machen. Okay, das waren 1700 Landfill. Schwuppdiwupp, in wenigen Sekunden verballert. Klasse, nehmen wir nochmal 1700. So. Ich denke, das passt. Haben wir hier noch was? Kleiner See. Hier ist auch noch mal ein bisschen Wasser. Rest sieht okay aus. Das heißt, jetzt können wir gleich die Klippen wegsprengen hier noch. Auf der Seite auch. Wo waren sie? Ich sehe nichts mehr bei Nacht. Ach, da unten. Ich bin schon vorbei. Das kann eigentlich alles weg. Und dann würde ich sagen, wären wir dann... Okay. Ich will da nochmal runter. Der hat 4 Ausgänge, so wie ich das sehe. Kann der mehr produzieren? Können die anderen Ausgänge auch... Ach komm mit. Können die anderen Ausgänge auch was produzieren? Geht das? Oder sah das jetzt gerade nur so aus? Das ist etwas, was ich gerne überprüfen möchte. Das immer sieht, weiß ich noch nicht genau, wofür wir das... Ach Gott. Es war klar, dass das passieren würde. Was ist, wenn wir... Da passiert nichts. Nee, das ist der einzige Output. Schnief. Schade. So, das passt. Das wird ordentlich befüllt. Hält auch sehr lange. Naja, ich meine, es ist nicht wenig, was hier rauskommt. Wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist nicht wenig. So, da müssen noch mehr Klippen weg. Ich denke, wir werden das dann hier irgendwo aufbauen. Hier. Aber, meine Lieben, das machen wir dann in der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.